Wir schauen uns ja gerade jeden einzelnen Mondknoten einzeln an. Und jetzt geht es um den nördlichen Mondknoten im Zeichen des Widders. Hast du also diesen nördlichen Mondknoten, dann ist dein absteigender südlicher Mondknoten automatisch im Zeichen der Waage. Und wenn du jetzt nicht weißt, um was es geht, schau dir gerne nochmal das Introvideo an. Der erklärt es ja nochmal allgemein. Auch gehe ich ja von der Idee so ein bisschen von der Reinkarnation aus und vom Prinzip des Karmas. Also alles, was ich hier sage, ist vor allem so eine Richtung für dein spirituelles Wachstum. Also der nördliche Mondknoten kann the shortcut to enlightenment für dich sein. Also wirklich der Weg sein, der dir, wenn du dir bewusst wirst, ja, den du aktiv begehen kannst und in dem du viel Wachstum erfahren kannst. Die Idee dahinter ist ja, dass es sozusagen mehrere Leben gibt und dass du in diesem Leben reinkarniert wurdest und dass sozusagen im Zeichen des Widders dieses Leben leben möchtest. Also dein tiefstes Versprechen, dein tiefstes Bedürfnis ist es eigentlich sozusagen, durchsetzungsfähig zu sein in diesem Leben, zu lernen, dass du eigenständig bist, dass du der Erste bist, dass du jemand bist, der immer wieder neue Sachen beginnt, der vielleicht neue Sachen initiiert, der eben andere motiviert. Also alles im Zeichen des Widders ist eigentlich etwas, was deine tiefste Seele in diesem Leben meistern möchte. Und das bedeutet, dass dein südlicher Mondknoten sozusagen dein vergangenes Leben darstellt. Und das ist im Zeichen der Waage. Das heißt, alles, was ich gerade gesagt habe, fühlt sich so gar nicht an von dem, was du normalerweise machen wollen würdest. Weil das heißt eigentlich, dass du im vergangenen Leben ja alles gemacht hast, was die Waage gemacht hat. Und die Waage ist ja eigentlich die, die so gar nicht egoistisch ist und die so gar nicht eigentlich alles alleine macht, sondern immer am liebsten zu zweit oder im Team oder mit der Gruppe. Im vergangenen Leben warst du also jemand, der andere sehr stark unterstützt hat, also anderen auch zu ihrem Erfolg verholfen hat. Also grundsätzlich jemand, ja, sowas wie ein Counselor, der sehr gut zugehört hat, jemand wie eine Assistenz, Sekretär, all solche Sachen, wo du dich komplett für jemanden anders oder für andere viel getan hast und sie unterstützt hast. Eben in dem Sinn, dass du jemand bist, der auch noch heute aus diesen Erfahrungen, die du im vergangenen Leben hattest, heute noch jemand bist, der sehr einfühlsam ist und sehr darauf beachtet ist, dass alle anderen irgendwie mit einbezogen werden, dass du dich selber zum Beispiel eben nicht an erste Stelle stellst, sondern eben immer an die anderen auch denkst und andere unterstützt. Die Idee dahinter ist eben, dass du sozusagen dein vergangenes Leben als eine Waage gelebt hast, also komplett alles in Beziehungen, deine komplette Identität auch in Beziehungen gefunden hast und dich darüber definiert hast. Also grundsätzlich People-Person, egal ob es auf der Arbeit oder in der Familie oder mit Freunden, das sind einfach alles Dinge, die du jetzt noch in dir trägst, also sehr stark in dir verinnerlicht hast aus deinem vergangenen Leben, so die Idee, und dass du auch jetzt noch stark diese Tendenzen eben hast. Und was dein nördlicher Mondknoten dir ja aber anzeigt, ist, dass du eigentlich in das des Widders in diesem Leben reinwachsen möchtest. Also der ist ja der, der eben ja sich an eigene erste Stelle stellt und der vor allem seine eigene Meinung hat und sich selber durchsetzt. Und das sind jetzt genau die Sachen, die dir aber total fremd vorkommen und eher ja sogar vielleicht Ängste in dir auslösen oder ja dich eben unwohl fühlen lassen, weil du merkst, das ist so gar nicht, das geht komplett deinem Bauchgefühl entgegen. Aufgrund deiner Erfahrung aus deinem vergangenen Leben neigst du eben jetzt in diesem Leben immer noch sehr stark dazu, die Identität von anderen anzunehmen. Also dich grundsätzlich immer über die anderen zu identifizieren, zu definieren, immer über dein Gegenüber. Und das heißt, deine größte Herausforderung in diesem Leben ist eigentlich, zu dir selbst zu finden, dich selbst zu sehen, zu wissen, wer du eigentlich selber bist. Und das ist ja so das, was der Widder ja eigentlich ist. Der ist halt wirklich sich selber und das, was er möchte, macht er einfach alleine und kann das auch alleine und braucht dafür niemanden. Und das ist so ein bisschen das, wo eigentlich dein tiefstes Seelenversprechen hin möchte und möchte, dass du dich dahin wieder begibst, auch wieder du selbst zu sein. Also wieder wirklich zurück zu dir zu kommen. Du musst in diesem Leben viel Zeit mit dir selber verbringen, um überhaupt erst wieder dort ranzukommen. Also achte mal darauf oder frag dich selber, bist du jemand, der sehr viel Aufmerksamkeit immer nach außen richtet? Also der immer guckt, wie es den anderen eigentlich geht? Wahrscheinlich bist du vielleicht auch jemand, der ja viel gibt. Fühlst du dich vielleicht sogar ausgelaugt, weil du eben immer gibst und immer gibst und irgendwie das Gefühl hast, aber selber vielleicht gar nicht mehr auf dich selbst achten zu können. Also das sind alles so Sachen, wo es ganz klar um Grenzen geht. Also in diesem Leben solltest du eigentlich auf deine Grenzen achten und wieder zu dir selbst und deinen eigenen Bedürfnissen auch kommen und diese eben auch an erster Stelle stellen.
Und ich weiß, dass sich das nicht so natürlich anfühlt, weil das eben ein starker Impuls von dir ist, der dich aber in diesem Leben jetzt eigentlich auch nicht mehr erfüllt. Also du hast das Gefühl, du guckst immer auf die anderen, du suchst die Erfüllung in der Harmonie, in der Beziehung nach außen zu anderen. Aber es erfüllt dich irgendwie nicht. Also es bringt dich nicht mehr weiter. Also ganz klar Tendenzen, die du in diesem Leben eigentlich zurücklassen solltest, die ganz typisch eben für die Waage sind, sind wahrscheinlich extreme Co-Abhängigkeit. Also wirklich immer die Abhängigkeit von anderen, von außen zu sein. Und eben dieses People-Pleaser, nenne ich es ja immer, was bei der Waage ja ganz typisch ist, der große Drang nach Harmonie. Also immer das Bestreben, alle glücklich machen zu wollen und sich dabei selber auch ganz oft zu vergessen. Ja, grundsätzlich dieses Mrs. Perfect, Mrs. Goody Good, Mr. Good Good, also dieses, ja, immer nice, immer lieb. Und das ist eigentlich gar nicht das, was du dieses Leben möchtest oder was deine Seele für dich möchte, weil das einfach Sachen sind, die du eben aus deinem vorherigen Leben mitbringst und die dich immer zu dieser vermittelnden Rolle bringen, die du aber eigentlich nicht mehr haben möchtest. Die macht dich nicht glücklich, sondern dieses Leben geht es wirklich darum, ja, dich selber durchzusetzen und deinen eigenen Weg zu gehen. Also in diesem Leben solltest du dich trauen, auch mal Führung zu übernehmen und deine eigenen Entscheidungen nicht immer zu überdenken. Also ich weiß, dass die Entscheidungen dir wahrscheinlich, du da sehr objektiv bist, immer alles abwägst, alle Optionen abwägst, auch überlegst, welche Konsequenzen das für andere haben kann. Aber es geht wirklich darum, dass du deine eigene Meinung wieder findest, dass du deine eigene Meinung auch durchsetzt und wirklich dich selber an erste Stelle stellst. Also ich kann es nicht oft genug sein, aber sei egoistisch. Die große Frage ist ja immer, wer bin ich? Und gerade auf dieser Achse von Widder Waage ist es ganz klar, dass es immer darum geht, wer bin ich und wer bin ich nicht? Und das ist ja auch so ein bisschen das siebte Haus, das der Waage und der Beziehung und das, dass wir uns selber auch oft über andere ja selber sehen, reflektieren, projizieren. Also ganz viel über uns selbst auch erfahren können in der Beziehung zu anderen. Aber das ist ja genau das für dich, nördlicher Mondknoten im Widder, geht es darum, wieder zu fahren, wer bin ich auch nicht. Also all das, deine ganzen Beziehungen kannst du reflektieren und schauen, was habe ich gemacht für andere, wo habe ich mich stark angepasst und wo kann ich eigentlich wieder zu mir selbst finden. Die Waage hat ja ein starkes Bestreben nach Gleichgewicht und inneren Frieden und das ist auch das, was du immer noch, wonach du in diesem Leben, glaube ich, immer noch jagst. Also du suchst innerlich die Erfüllung in einer Beziehung, in den anderen, in einer Harmonie, aber die wirst du erst erreichen, wenn du wirklich wieder zu dir selbst kommst. Also das Paradoxon ist ja auch so ein bisschen, dass sich das mit dem nördlichen Mondknoten nicht so gut anfühlt am Anfang. Also es ist nicht etwas, was wir einfach so machen können, sondern es ist schon etwas, wo wir eigentlich einen Widerstand drin haben. Also es ist eigentlich etwas, das, dem wir uns erst bewusst werden müssen. Und dieses Karma, also diese Handlungen aus deinem alten Leben, sind ja Energien, die du jetzt noch in dir trägst, die du aber mit einer klaren Intention auch in eine andere Richtung lenken kannst. Und das ist genau das. Du solltest halt quasi diese Richtung, wo du zur Waage gegangen bist, wieder umdrehen und wieder in die Richtung zum Widder gehen. Und mit der klaren Intention kannst du das. Und dann wird sich das auch wieder für dich gut anfühlen. Und dann wirst du auch wieder das Gefühl von Gleichgewicht und Erfüllung fühlen, wenn du wieder mehr zu dir selbst kommst. Und es gibt ja bestimmte Verhaltensweisen, die du dir aneignen kannst oder auf die du irgendwie hinarbeiten kannst. Und das sind halt grundsätzlich ja ein stärkeres Bestreben nach Unabhängigkeit. Also, dass du schon schaust, okay, wo habe ich mich extrem abhängig gemacht in meiner Beziehung, auf der Arbeit oder ja, irgendwie von der Familie oder von Freunden. Weil da geht es schon darum, dass du wieder deine eigenen Interessen findest, also dass du deinen eigenen Interessen auch nachgehst, dass du vielleicht wieder mal deinen Impulsen auch irgendwie folgst. Also ich glaube, grundsätzlich bist du jemand, der wahrscheinlich sehr stark immer darüber nachdenkt, was bedeutet das, wenn ich das und das mache. Aber lass doch einfach mal vielleicht los, sei einfach wieder mutig, probier irgendwas Neues aus, dein Blitzgedanke, der dir kam. Den kannst du dich einfach mal trauen, weil das ist das, was der Widder ja auch macht. Der macht einfach, der kommt ins Handeln. Und das ist ganz stark auch wieder, was du selber wieder üben solltest, auf dich selbst zu achten, deine eigenen Bedürfnisse wieder wahrzunehmen und diese auch irgendwie auszuführen und danach zu kommen. Also das, was ich dir ans Herz legen kann als nördlichen Mondknoten in Widder, ich weiß, es fühlt sich nicht so gut für dich an, weil du jemand bist, der immer auf die anderen gewartet hat, der immer darauf wartet, was das Gegenüber macht. Aber in diesem Leben hast du die Erlaubnis, als Erster zu gehen, aktiv zu werden, zum Beispiel auch nicht immer andere Leute zum Beispiel im Bus vorzulassen oder an der Kasse, sondern du kannst auch selber dich einfach mal an erster Stelle stellen, weil dann musst du dich vielleicht auch nicht mehr so ärgern drüber, wenn du irgendwas gemacht hast, was du eigentlich nicht machen wolltest. Und genau, also der Widder ist ja schon jemand, der auch wirklich sich bewegen muss, also es ist ganz klassisch, aber auch dort
wirst du dich gut fühlen. Also wenn du aktiv wirst, dich grundsätzlich körperlich auch wieder aktiv betätigst, ist das schon was, was, glaube ich, viel Feuer in dir wieder wecken wird, was sich auch einfach gut für dich anfühlen wird, wo du auch, glaube ich, innere Harmonie wieder spüren wirst. Also ganz wichtig, sei mutig. Du musst dran denken, der Widder ist ja echt ein Krieger. Also das ist der, der geht ohne Furcht in etwas rein. Und dem ist es auch egal, dass er eine Reaktion hervorruft. Also auch das, du wirst eine Reaktion hervorrufen. Aber das ist das, wo du, glaube ich, das erste Mal wieder ein gewisses autoritäres Gefühl für dich selber auch empfinden wirst, was sich gut für dich anfühlen wird. Also wenn man sich aktiv dem nördlichen Mondknoten hingibt, dann ist das schon etwas, was einen tiefen Teil deiner Seele befriedigt und Bedürfnisse erfüllt, die sich für dich auch gut anfühlen würden. Also die Erfahrungen, die du darin sammelst, werden auf jeden Fall positiv für dich ausfallen und dich weiterhin daran auch bestärken, das weiterzumachen. Also du hast ganz, ganz viel Energie in dir tief versteckt. Die möchte auf jeden Fall aktiviert werden, die möchte auf jeden Fall rausgehen. Also deswegen get up and go, mach was, mach morgens Sport, abends Sport, power dich irgendwo aus, um das wieder zu aktivieren. Es wird sich auf jeden Fall gut für dich anfühlen, auch wenn der nördliche Mondknoten ja trotzdem viel Widerstand in einem als erstes hervorruft. Also auch ich habe das beim ersten Mal sofort gemerkt, dass das meine tiefsten Ängste angesprochen hat, sich dem nördlichen Mondknoten hinzugeben, weil es im ersten Moment komplett konträr dem ist, was man eigentlich im Bauchgefühl hat. Weil der südliche Mondknoten ist dein Safe Space, dein Safe Spot, dein Blanket, dein Kuschelkissen quasi. Also deine Tendenz ist, glaube ich, immer wieder in dieses Verhalten zurückzufallen, die Harmonie von anderen nicht zu stören, sich selbst zurückzustellen, zu überlegen, okay, wie kann das Ergebnis für alle am besten ausfallen. Das ist ja eigentlich keine schlechte Eigenschaft, aber du solltest halt schon schauen, dass du sozusagen nicht immer andere an ihr Ziel bringst und ihr größter Fan bist, sondern dass du dein eigener größter Fan wirst. Weil das ist der Widder selbst, der kann sich selber gut feiern und das solltest du auch lernen, dich selbst zu feiern.